Liebe nicht den, der sagt, ich liebe dich. Liebe den, der dich unter Tränen bittet. Lieb mich. Ja, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was für ein Haufen Scheiße. Bah! Oh, und natürlich finden das Mädchen sehr, sehr romantisch. Ja, Bitong, du hast keine Ahnung davon. Du verstehst die Mädchen nicht. Ja. Und ihr Mädchen versteht Bitong nicht. Ja, ihr müsst mich auch nicht verstehen. Aber das als romantisch anzusehen, da denke ich, kein Wunder, dass ihr nicht die richtigen Jungs bekommt, die romantisch sind. Nein, man muss einfach mit so einem Spruch kommen. Liebe mich! Und auf einmal sagen die Mädchen, oh, er ist ja so süß, er hat gesagt, lieb mich! Oder liebe mich! Ja, der Spruch, kennst du den Spruch? Ja, ich habe genau an den Spruch gedacht. Und oh, es gibt noch viel mehr beschissene Sprüche, und wenn ihr euch fragt, Bitong, warum hast du diesen Spruch überhaupt rausgesucht? Weil ich den öfters bei Facebook gesehen habe. Und ich möchte diese Leute nicht persönlich angreifen. Nur die Dummheit, die dahinter steckt, verdammte Scheiße! Liebe dich unter Tränen bitten, lieb mich! Warum muss er das Mädchen denn unter Tränen bitten, liebe mich oder lieb mich? Ist er so verzweifelt? Ist es Liebeskummer? Hat das Mädchen ihn abserviert und dann kommt er zurück mit Tränen, lieb mich! Aber sie hat schon längst einen neuen Jungen, der sie besser behandelt und der sagt, ich liebe dich, mein Schatz. Soll sie dann diesen Loser nehmen, der sie vielleicht geschlagen hat oder verarscht hat und nur weil er sagt, lieb mich oder liebe mich, soll sie den nehmen? Ich würde dazu sagen, wenn ein Mädchen sagt zu mir unter Tränen, das können Mädchen ja sehr gut. Lieb mich, würde ich sagen. Nein. Mehr will ich dazu nicht sagen. Euer Bitong, bis zum nächsten Mal. Also ich habe selten Texte gesehen, die so von Gott geschrieben sein müssen. Also wirklich, so die Gefühle, die darüber kommen. Boah, ich kann nicht mehr, Leute. Ich meine, lest ihn euch durch. 100 Mal. Das ist der Hammer. Als ich das geschrieben habe, ich habe mich fast übergeben vor Geilheit. Das war ehrlich, Leute. Das ist doch unglaublich. Wer kann sowas schreiben? Der muss doch wirklich von Gott auserwählt worden sein. So etwas schreiben zu dürfen. Denn jetzt mal ehrlich, Leute wie Efrats und so, die haben doch voll recht, wenn die sowas schreiben. Jetzt mal ehrlich, mein Herz hat gekocht, Leute. Mein Herz hat echt gekocht, als ich das geschrieben habe. Das ist geradezu herrlich. Ich meine, unter Tränen, diese Dramatik da drin, diese Gefühle, die da aufkommen. Echt, ich konnte nicht mehr. Ich hatte sofort gepostet bei Facebook und sofort habe ich 30 Likes gekriegt. Über 100 Kommentare, die mir geschrieben haben, wie geil ich doch bin, wenn ich sowas schreiben kann. Und ich werde das auch sofort in irgendeinen Text unterbringen und sofort irgendwie online stellen oder so, damit das alle sehen können, was da für ein geiles Gefühl einfach rüberkommt. Leute, unter Tränen bitten, liebe mich. Ich meine, das macht heutzutage nicht jeder. Heutzutage schreibt jeder mir etwas anderes wie bitches und so bla bla bla. Aber ich bin anders. Ich schreibe solche wunderschönen Texte, Leute. Jetzt mal ehrlich, ich verkaufe diese Lines an Bushido. Der kann sich schon noch irgendwo unterbringen für den nächsten Nummer 1 Hit und so. Herrlich, Leute. Und ich erwarte von euch, wenn ihr diesen Spruch seht, dann liked ihn, Leute. Er ist es wert. Wenn das irgendein Schauspieler mal sagt oder so. Leute, ganz ehrlich, wer kann sowas heute noch? Das kann nur ein Germanistikstudent. Oder Efrat. Also wenn ich auf Facebook gehe, ist das Erste, was ich sehe, so ein Spruch und dann bekomme ich das Kotzen. Jemand, der so etwas postet, bekommt im Leben nicht mehr außer Likes. Was erwartet ihr von einem Typen, der euch anweint und sagt, liebe mich? Das ist nicht romantisch, das ist Pseudo-Scheiße, ja, das ist einfach nur schwul. Und ja, jedem das seine, aber manchmal frage ich mich, warum ihr nicht gleich euer ganzes Leben postet. Ja, schreibt doch gleich, wann ihr kacken geht und wie gut es war. Wer hat diesen Spruch überhaupt gemacht? Irgendein Hauptschüler, der gemeint hat, oh, ich poste das jetzt mal? Und gedacht hat, wow, ich bin stolz auf diese Leistung und da haben 1000 kleine pubertäre Mädchen das auch gemacht? Ganz ehrlich, kauft euch... Habt ihr irgendwelche Probleme? Habt ihr Beziehungsprobleme oder sonst was? Und postet deshalb so eine Scheiße, ist mir egal. Es interessiert niemanden, bitte tut es nicht, verschonet mich. Was ihr tut, macht andere Menschen einfach nur aggressiv, um es genau zu sagen. Ja, es ist einfach ein schlechter Spruch. Ich habe einen Traum. Einen Traum von einer Welt ohne Vollidioten.